Moinsen Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Ja, wir sind tatsächlich wieder in diesem Bildschirm hier, in dem ich auch aufgehört habe. Allerdings ist dieses Aufhören jetzt schon 3 Monate her? Zweieinhalb, irgendwie sowas. Ich habe mir gerade nochmal die Parts angeguckt und bin darüber begeistert, dass ich im Nachspielen, das ich auch jetzt gerade getan habe, ungefähr zu einem zu demselben Ergebnis gekommen bin. Nämlich, dass ich Level 9, Level 9, Level 8, Level 7 habe. Level 7 deshalb, weil der dauernd gestorben ist. Und ich bin absolut pleite. Yay! Ja gut. Aber ich meine, wir haben ja gesagt, so Elfenprinz und so im Schloss und so retten und so, ne? Und das könnte wichtig sein und deshalb schaue ich mich jetzt hier mal ein bisschen um. Werwolf, okay. Ich habe ungefähr dasselbe gekauft wie beim letzten Mal, weil ich eben, wie schon erwähnt, ähnlich viel Geld hatte. Meine Fresse, wie viel halten die Typen denn an? Das ist jetzt suboptimal. Oh. Bam. Ich hätte es auf den Wolf machen sollen. Fällt mir gerade mal so auf. Hat der Wolf sich gerade geheilt? Egal. Dann nicht Magie, sondern Item Antidot. Oder extra der alten Oma geklaut, damit es in solchen Fällen bereit liegt. So. Bam, Werwolf. Bam, auf den Typen. Werwolf tot, yay. Antidot, yay. So. Und damit sollte dieser Kampf auch beendet sein. Vielleicht. Danke. So. Nee, also das letzte Mal haben wir wohl den Elfenprinz in einer. Ja, ich, ne? In einer nicht so berauschenden Verfassung vorgefunden. Und das wollen wir jetzt mal natürlich ändern, indem wir einen Trank für besagten Elfenprinzen suchen. So, Noah ist ein Level aufgestiegen, bla bla bla. Boah, zu viele Wölfe. Okay. War Isigrim nicht stärker als ein normaler Wolf? Magie. Blitz auf den da. So. Und, okay, das könnte jetzt ein bisschen blöd werden. Also, der ist da drauf. Du machst mal Magie auf ihnchen. Und du machst Blitz auf den da. Oh, nicht, dass wir hier noch verrecken. So, jetzt sollte es aber ausreichen. Ja. Koko Shaken Level auf. MP um 18. Intelligenz ist gestiegen. Super. Da möchte ich eigentlich schon fast zur Flucht raten. Dankeschön. Denn jetzt möchte ich erstmal ein Item nutzen, das ich vorher nie genutzt habe. So. Sieht irgendwie nicht nach Schlafsack aus, sondern irgendeiner Flöte oder so was in der Art. Na naja, egal. Hier oben scheint aber nichts mehr zu sein, wollte ich sagen. Und dann kommt mir hier noch so ein Penner in die Quere. Blitz, stirb. Ja, ich werde jetzt vermutlich in Zukunft die Kämpfe so ein bisschen spulen. Damit die mir einfach nicht ständig dazwischen funken. So. Und vor allem, damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Ich meine, Moment. Adieu.
Das tue ich mir nicht. An. Eine Kobra. Interessant. Bonk. Weg. Tod ist ein Level aufgestiegen. Osa ist auch ein Level aufgestiegen. Das heißt, sie sind jetzt schon beide Level 10. Wunderschön. Oh ja, okay. Das sollte kein Problem darstellen. Bonk. Ich glaube, da oben war ich gerade. Von daher gehe ich jetzt mal hier runter. Oh, komm schon. Ich meine, die Werwölfe sind nicht sonderlich stark. Aber die gehen trotzdem auf den Nerv. Coco hat übrigens ganz nett Health Points inzwischen. Also jetzt 75 anstatt 50, das ist ja schon mal was. So. Die sollten wir eigentlich auch relativ schnell. Ja, Coco ist noch ein Level aufgestiegen, schön. Und außerdem haben wir noch eine Potion erhalten, die eigentlich kein Mensch. Warte mal, wir haben das so einen Trick gelernt, ne? B und Select und vergrößern. Habe ich da nicht R hinge. Ach, man sollte vielleicht auch R drücken, wenn man. Okay. Hier unten scheint aber noch. Ja, da ist noch was. Und zwar ein Loch. Sumpfgrotte, erstes Untergeschoss. Ah ja. Hallo Fledermaus. II. Ah. Hochinteressant. Aber die Musik ist geil. Zombies? Oh, Zombies! 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 Bam! Wie viel Schaden das macht? Yay! Oh, nice! Sowas mag ich. Nur ist ein Level aufgestiegen. HP um 3, MP um 15, Agilität ist gestiegen. Wunderschön. Da ist eine Treppe gewesen, da links. Die werde ich mir jetzt auch mal gekonnt einverleiben. Block. Ich weiß noch nicht, was ich hier soll, aber ich werde schon rausfinden. Früher oder später. Kann auch rennen, ne? Ich glaube, Gargoyles. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Gargoyles nicht mag, oder? Wenn ich das nicht getan haben sollte, dann verzeiht es mir bitte. Ich mag keine Gargoyles. Bam! Und zwar genau deshalb, weil sie... weil sie eben sau stark sind und weil sie unseren ersten Damage... die da gerade umgebracht haben. Alter, sind die heftig. Items. Du kriegst noch mal so ein, zwei und du auch voll so. Wir bräuchten eine Phönixfeder. Wenn es hier so was Tolles gäbe. Eine Tür. Was ist denn? Eine Kiste. Oh, 680 Gil. Das macht bestimmt auch in irgendeinem bescheuerten Hirn macht das bestimmt irgendwie Sinn. Zwei Kisten. Phönixfeder, Breitschwert. Und 620 Gil. Haben wir nicht sogar schon ein Breitschwert? Yep. Ich nehme an, ich kann keinen anderen damit ausrüsten. Ne. Okay. So. Dann. Nein. So. Ciao. Die Gargoyles tue ich mir erst gar nicht mehr an. Die sind mir zu stark. Hier muss da irgendwo eine Treppe sein. Irgendwas in der Art. Oh, Zombies. Da kann man schön Tageslicht, Dialux hat. Was hat er denn da für einen Status drauf? Lemo. Ist der jetzt immer noch drauf? Nö. Cool.
Da ist ein. Ne, das ist die Treppe nach oben. Hä? Geht's hier nicht weiter nach unten? Ich hätte irgendwie erwartet, dass es noch weiter nach unten geht. Oh. Oh. Dann wieder Zombies. So. Oh. Das heißt, die kann jetzt nicht angreifen. Das ist suboptimal. Denn dadurch kann jetzt nur noch er angreifen. Das ist ebenfalls suboptimal. Ich bräuchte irgendwas, was alle umbringt. Oh. So, mach das mal auf dich selbst. Dankeschön. Magie. Ey. Hab ich jetzt ihn geheilt? Tatsächlich. Boah, dumm. Na egal, komm. Ja, ja, wir halten genug aus, als dass ihr uns dauernd draufhauen könnt. Ja, ist ja gut. Okay, so viel halten wir dann auch wieder nicht aus. Ist gut. Du da, stirbst jetzt erstmal. Ich glaub, nur die Gelben können Lähmung verursachen. Alter Vater. So, hier ist noch eine Kiste und dann gehe ich hier wieder raus. Oh Gott, oh Gott. Ja, das war's. Unser erster Tod in diesem Spiel anscheinend. Ja, deine Reise geht zu Ende. Oh Gott, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Spielstand laden. Okay. Übrigens. Ja, gut. Ich werde dann nochmal gucken. Noch so ein bisschen spielen muss ich dann ja wohl. Bis ich wieder da bin. Und, also beziehungsweise ich spule das jetzt mal kurz. Das müsste ja recht schnell gehen. Ja, oh, allerdings nicht bei solchen Gegnermengen. So. So. Oh. Machen wir anders. Ich beende den Part hier und wir sehen uns wieder an diesem komischen Loch da. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.